Ach, guck mal, da hängen schon die Brötchentüten. Und da ist unser Frühstück drin. Ich will das Nutella. Aber natürlich kriegst du das Nutella-Mäuschen. Jetzt sind wir schon in Lörrach. Jetzt müssen wir nur noch bis zum Güterbahnhof. Da ist die Entladestation. Die Autowaggons haben sie schon abgekuppelt. Wir fahren jetzt daneben. Und da steht Grini. Jetzt sind wir schon auf der Rheinbrücke. Der Rhein ist die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Und gleich, wenn wir drüben sind, sind wir in Frankreich. Das ist die letzte Augustwoche und den Mais können sie schon bald ernten. So, wir sind jetzt in Belfort. Ich glaube, das ist der größte Ort heute, durch den wir fahren. Hier ist ein Super U und hier werden wir einkaufen, Baby. So, wir haben sehr gut eingekauft. Auf Wunsch einer einzelnen kleinen Maus gibt es heute Bratwurst. Dabei hatten sie auch Lachs, das versteht kein Mensch. Aber heute gibt es Bratwurst. Jetzt müssen wir noch tanken. Die ist hier auch gleich. Okay, hier werden wir tanken. Das ist eine Automatentankstelle. Und ich hoffe, ich bin nicht zu dämlich, das zu tun. Nein, wir nehmen 98er. Und was immer du sagst, Baby. Das hier ist die Platanenallee. Das ist mein Lieblingsbaum. In Frankreich ist ja so eine große Dürre und so eine Hitzewelle. Und an dem Tag, an dem wir hier ankommen in Frankreich, könnt ihr mal raten, ob die vorbei ist. Naja, das macht nichts. Ich bin in Urlaubslaune. Ich muss das mal ausschalten, sonst sehe ich so dämlich aus. Die Regenjacke darf man wieder sehen. Aber die Hose, bis man sich da reingeprangelt hat. Ja, das ist das Nervige, der Aufwand, bis man es anzieht. Wenn du zu lange wartest, bist du klitschnass. Wenn du es zu früh anziehst, hast du manchmal das Vergnügen, dass es dann überhaupt nicht regnet. Hey, und für diese 8,5 Tropfen jetzt der ganze Aufwand. Am Ende, aber das kann ich noch nicht wissen, wird es länger gedauert haben, die Regensachen anzuziehen, als der Regen gedauert hat. Da geht's zum Campingplatz, Autoril. Da waren wir schon 2 oder 3 Mal. Die haben ein tolles Restaurant und es ist so eine parkähnliche Landschaft. Oh, ich hoffe so, dass sie einen Platz für uns haben. Na, wir gucken mal. Da müssen wir links, hier gleich. Das ist übrigens der Hintereingang für Enduro-Fahrer. Wir sind Enduro. Ah, da ist schon das Einfahrtstor. Nanu, die Schranke ist neu. Das ist ja vielleicht schräg. Man muss hier elektronisch einchecken. Jetzt soll ich mein Kennzeichen eingeben. KISS 60. To choose the duration of your stay on the air, press the suggested time or press the plus or minus button, then press the validate button. Okay. One night, no electricity. Was sind wir? Press the confirm button to finish. Okay, Kopf dicht. Kein Kind und kein Arzt. Also weiter. Oh. Mann, die quatschen mir einen Blumenkohl ans Ohr. Ich will nur zelten. Boah, das gefällt mir überhaupt nicht. Findet ihr das gut? Ich find's blöd.
In den letzten Jahren gab es hier noch eine Rezeption. Da ist man hingegangen, hat seinen Spruch aufgesagt und eingecheckt. Und jetzt ist ein Computer. Wenn man irgendwo schon mal war, braucht man nur noch an den Platz zu fahren, wo man sich wohlfühlt. So. Jetzt suchen wir uns erstmal einen Platz. Zum Beispiel diesen hier, wo wir immer stehen. Aber nicht deshalb, sondern nur, weil wir da die letzten Male auch gestanden haben. Der kleine Brunnen neben dem Zelt. Da können wir immer Kaffeewasser holen, frisches. Aber jetzt gibt's erstmal frische Bratwurst. Heute Nacht ist Neumond, Pieps. Es wird also eine ganz dunkle Nacht und wir werden wahrscheinlich super schlafen. Aber das eine sag ich dir, wenn du heute Nacht raus musst. Ah ja, ich gehe natürlich mit dir, ich lasse dich ja nicht allein gehen, aber Mann, ich werde weinen. Aber jetzt sagen wir erstmal gute Nacht, Welt. Bis morgen.